Don't get left behind on the road. Hallo und wieder ein neues Video für euch. Und wieder mit meinem lieben Kollegen Claudio Maniscalco. Hallo. Heute geht es um die 90er Jahre. Mhm. Was fällt euch dazu ein? 90er Jahre. Da bin ich, glaube ich, geboren in den 90ern. Ich habe schon gearbeitet in den 90ern. Was fällt mir in den 90ern? Nee, 80er war doch das mit den ausgestopften aus Rider mit Chips. Und 80er war, glaube ich, auch Neue Deutsche Welle und so war 80er, ne? Oder? Ja, 80er, 90er. Oder? Ja, stimmt, das war 80er. Neue Deutsche Welle war 80er. 90, oder? Ich weiß gar nicht, was war in den 90ern eigentlich irgendwie angesagt? Welches Jahr war die Mr. Tom Werbung? Wer? Ja, ich habe nochmal eine Werbung fürs Fernsehen gemacht. Mr. Tom, der Erdnussriegel. Der war wochenlang in der Hitparade Nummer 1 mit dieser großen Frau. Mit dem, ich habe dann so ein Hemd gehabt, so ein weißes Hemd. Das hast du hast es gemacht. Und hatte einen Schokoriegel und einen Mr. Tom Riegel. Da habe ich diese, die war so 1,80 Meter groß. Und du warst noch klein. Ja, die habe die dann so umarmt und so. Und dann war eben hier Mr. Tom in meiner Hemdtasche und hier Schokoriegel. Ja. Und dann war eben klar, Mr. Tom mit Schokoriegel war dann natürlich der Schokofleck. Haben wir in Hamburg gemacht, die Werbung, die lief wochenlang bisschen, so ein bisschen, das war 90er Jahre, glaube ich. Ah, ja. Das Video spielen wir jetzt mal ein. Dies ist ein Schokosnack und dies ein Mr. Tom Erdnussriegel. Ich stecke nun den Schokosnack in meine linke Brusttasche und den Mr. Tom Erdnussriegel in die rechte. Damit umarme ich eine heiße Frau. Schokosnack, Mr. Tom. Sie sehen also, mit einem Mr. Tom Erdnussriegel bleibt Ihr Hemd außen weiß und innen knusprig. Ach, die Sante. Dies ist ein Schokosnack und dies ein Mr. Tom Erdnussriegel. Ich stecke nun den Schokosnack in meine linke Brusttasche und den Mr. Tom Erdnussriegel in die rechte. Damit umarme ich eine heiße Frau. Die ist so Quatsch ausgedacht. Schokosnack, Mr. Tom. Sie sehen also, mit einem Mr. Tom Erdnussriegel bleibt Ihr Hemd außen weiß und innen knusprig. Das war mach mal wieder an. Das ist ja unglaublich. Und dafür hast du Geld bekommen, ja, ne? Ja, ja. Das ist aber lustig. Ja, ja. Das ist so blöd, dass es schon wieder. Ja, weil das schon wieder. Ist, ne? Aber guck mal, da haben sie sich damals schon was getraut, ne? Ja, ja. Das war der Regisseur, ein Engländer. Okay. Der hat gesagt, ihr mit eurer deutschen langweiligen Werbung. Wir machen mal was. Und wie gesagt, war wochenlang auf Nummer 1. Ich glaube, bei Tele5 war das immer so ein Ranking, Wahnsinn. Die besten Werbespots. Echt? Top 10. Super. Und da war das wochenlang auf Nummer 1. Ich habe auch eine Werbung gemacht in den 90ern. Die grüne Banane von Bohls. Ja, wirklich. Mal sehen, ob du die findest. Ja, guck mal, die grüne Banane von Bohls. Da war ich so jung. Die müsste es irgendwo geben. Hast du die auch probiert? Ja, von Bohls. B-O-L-S. Grüne Banane. Vielleicht gibt es nur grüne Banane ein. Und Bohls. B-O-L-S. Oder machen wir nur grüne Banane. So ist der. Der müsste auch irgendwo. Ich meine, der ist irgendwo gelaufen auch. Wir gucken jetzt hier. Nee. Was? Du, ich guck mal, ob ich das finde. Da ist eine grüne Banane, aber nicht. Nee, das Bulls. Ist ein richtiger Spot. Das gibt, das ist ja ein Likör, Bulls Likör. Likör ist das. Und das war auch eine grüne Flasche, also ein grünes. Ja, grünes. Du, ich kann aber mal gucken, ob ich das finde auf meinem Kanal. Vielleicht habe ich das sogar mal irgendwo mal verlinkt. Du musst schon Bulls dazu machen, Likörwerbung, weil sonst, wenn du nur Banane eingibst. Ja. Der kommt nicht, ne? Oder weiter runter irgendwie. Gucken wir, ob da noch was ist. Läuft noch, ja, ne? Entschuldige, aber ich bin ja völlig unsicher. Nee, das wollen wir nicht. Wir gucken, ob wir das. Naja, guck mal. Werbung. Wenn die nur Werbung sind, dann. Ja, das war schon, da kommt wieder was anderes, ja. Egal, ich guck mal, ob ich das. Ich kann ja mal gucken, ob ich es noch vertraue. Da kommen Bulls-Flaschen, aber das ist wieder was anderes. Lecker, 400 Jahre. Naja. Da war eben übrigens der grüne Bulls hier. Das ist er gewesen hier. Glaube ich. Guck mal, so grünes. Dingens da.
Ja, ja, sowas war es. Aber wie gesagt, wenn es zu lange her ist. Das ist zu lange her. Aber ich weiß, es lief irgendwo mal. Ich war damals mal der Persiljunge, aber das war noch früher. Das war, glaube ich, 70er Jahre oder was? Das wird wohl auch nicht mehr drin sein. Persil-Werbung, Santiago Ziesma. Naja, lustig. Nee, das ist. Spot. Nee, normale. Ach, Werbung. Da kommen die anderen Sachen. Ganz andere normale. Nee. Das ist zu alt, das ist haben zu alt. Die auch nicht mehr im Archiv. Das aber ist die Vor-Internet-Zeit. Also falls ich das noch finde. Ja, guck mal, ob das. Ich meine, ich hätte das irgendwo gesehen. Wenn Claudio das noch finden sollte, schneiden wir es hinten ans Video ran. Zum Beispiel. So, dann gebe ich euch mal zwei Sachen. Wird reingeschnitten. Oh, danke schön. Sag mal, Schwein habe ich jetzt nicht. Nein, ist geil. Das habe ich geliebt als Kind. Kennst du die noch? Tom und Jerry? Ja, stimmt. Tom und Jerry? Was hab ich? Gibt's das wieder? Ach, kann man gefunden. Finde ich ganz süß. Kannst du gerne mitnehmen. Ehrlich? Ja, schön. So. Das finde ich richtig toll, was. Kennt ihr sicher auch noch, ne? Gibt's, also das wird heute wieder verkauft. Ja. Es gibt von die kleinen Päckchen. Das fand ich ganz toll als Kind. Und da gab es auf der Straße die Automaten, wo du dir das ziehen konntest. Diese Automaten gibt's gar nicht mehr, ne? Die gibt's, glaube ich, nicht mehr. Vereinzelte. Ja, aber sehr, sehr ganz toll. Immer. Ein Klassiker. Ich habe echt gespart, um dann über 10 Pfennig oder so zu haben. Ja. War das toll, dann immer so drehen und so. Aber heute wird sowas ja immer gleich kaputt gemacht, solche Automaten. Leider, ja. Dankeschön. Gerne. Da freue ich mich aber drüber. Sehr schön. So, das war unser kleines 90er-Video. Und dann soll ich sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.